das alles jetzt direkt nach der Prüfung noch mehr schwer zu realisieren, weil es war natürlich schon spannend, auch mit dem Ponytausch. Es war auf jeden Fall eine mega Erfahrung und ich lasse jetzt erstmal alles ein bisschen sacken. Kyrill ist ja schon ein sehr erfahrenes Pony. Das bedeutet, es hat sich zum Beispiel auf Coralies Pony ganz anders angefühlt, weil das musste ich zum Beispiel in der Prüfung etwas mehr unterstützen. Die Stute ist ja erst 7 Jahre alt und ich war ja auch die Letzte, die Prüfung geritten ist. Aber von sich aus war es auch wirklich ein tolles Gefühl. Für das junge Alter, also auch schon super ausgebildet. Es war für mich schon eine Herausforderung. Auf der einen Seite, weil ich noch nicht so erfahren in dem FBI-Sport war. Auf der anderen Seite, weil es ja ein neues Gefühl war und ich mit meinen Ponys davor und noch nie auf die großen Turniere und so, sage ich mal, weggekommen bin. Und durch Kyrill hatte ich jetzt ja die Chance, mich dort zu präsentieren und zu zeigen. Es hat schon ein Weilchen gedauert, bis wir uns gut abgestimmt hatten, weil er ist ja auch nicht doof. Also er hat dann am Anfang schon versucht, ein bisschen zu testen. Aber wenn man ihn gut reitet, kommt das Gleiche auch von ihm zurück. Er ist an sich ein super Pony mit wahnsinnig viel Charakter. Also er ist echt lustig drauf, dafür, dass er jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Also der ist immer sehr motiviert beim Reiten, hat auch heute die 3 Prüfungen mit links weggesteckt. Ich bin wahnsinnig dankbar, weil ich weiß nicht, ob ich das mit einem anderen Trainer in den 5 Monaten, ich habe ihn jetzt seit 5 Monaten hingekriegt hätte, weil ich habe mich jetzt auch reiterlich wahnsinnig entwickelt. Dadurch, dass ich jetzt mit Anna so intensiv auch mit Kyrill trainiert habe für die großen Turniere. Und auch vor der Prüfung, sie nimmt mir immer die Aufregung und gibt mir Sicherheit. Und das ist für mich auch wichtig, weil ich bin schon manchmal sehr nervös.